Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium, Tiermedium und spiritueller Coach und in diesem Video geht es um den Körper. Ja, wir sprechen sonst öfter über die Seele, über Energetisches. Was strahle ich aus? Was ziehe ich an? Was sind meine Glaubenssätze, mein Mindset, der Geist? Den Körper sprechen wir eher selten an, nur wenn er sich irgendwie besonders zeigt, indem er sich vielleicht verletzt hat, indem eine Krankheit auftaucht. Dann sprechen wir darüber, was die Seele über den Körper ausdrücken möchte. Der Körper ist jedoch so viel mehr. Du weißt das, wir sind Körper, Geist und Seele und dennoch sehen wir die Dinge oftmals getrennt voneinander. Wir betrachten es getrennt, dabei ist es doch dieses Ganzheitliche. Ganzheitlich heißt eben, dass man sich auch anschaut, wie ist die Vernetzung? Wie stehen sie zueinander? Wie drücken sie sich durcheinander aus? Wie ist eben diese Symbiose? Und das ist mit das Entscheidende. Und da bemerke ich oftmals, gerade in unseren Ausbildungen zum Medium, zum Oela Tiercoach, dass wir auf vieles achten. Und natürlich sind das sehr spirituelle Ausbildungen. Natürlich ist das Energetische, das Mediale dort im Vordergrund. Und dennoch kommt da oftmals auch dieser Schmerzpunkt auf mit dem Körper. Eine gewisse Unzufriedenheit. Vor allem mit uns selbst. Wir fühlen uns zu dick, zu dünn. Die Augenlider hängen zu sehr. Die Haare sind zu dünn. Also ich höre sehr, sehr vieles und ich bin da nicht ausgenommen. Gerade heute, und so hatte ich den Impuls zu diesem Video, habe ich mich mit einem unserer Mastercoaches ausgetauscht und wir hatten eben das Thema, dass wir das Gefühl haben, zu viel auf den Hüften zu haben, dass wir uns da unwohl fühlen. Unwohl, wenn wir mit jemandem baden gehen, unwohl, wenn der Partner kommt und einen am Bauch umarmt. Und dann mussten wir über uns lachen. Und ich sage, was für eine Banalität. Und vor allem, was zeigt sich tiefgründiger? Und genau das ist das Entscheidende. Ich weiß, ich kann dir hier vieles erzählen. Wenn du dich unwohl fühlst in deinem Körper, tust du das. Vielleicht bekommst du dadurch aber einen anderen Blickwinkel. Was ich immer mal wieder gerne mache, ist, jetzt trenne ich es doch wieder voneinander, Körper, Geist und Seele gegenüberzustellen. Wenn du jetzt noch nicht so im Medialen drin bist, auch wenn ich dir hier versichern kann, wir alle sind medial, wir alle haben diese Fähigkeiten, die Hellsinne, die Intuition, wir dürfen es nur wieder entdecken, wir dürfen uns erinnern. Und wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns, denn wir haben da, wie ich finde, eine sensationelle Ausbildung, sensationelle Ausbildungen gestaltet, die wirklich auch sehr tief gehen. Auf jeden Fall haben wir diese Fähigkeiten. Wenn du dich damit noch nicht sicher fühlst, und man kann es auch machen, wenn man sich noch nicht ganz so sicher fühlt, wobei es schon hilfreich ist, wenn man so die ein oder anderen Werkzeuge in der Hand hat, dann kannst du auch über deine Vorstellungskraft einsteigen. Dir vorstellen, da stehst du einmal und dieses Ich spricht für den Körper. Das andere Ich spricht für den Geist und wiederum das andere Ich für die Seele. Was möchte der Körper zum Geist und zur Seele sagen? Und da hatte ich manchmal schon wütende Gespräche tatsächlich. Mein Körper hat oftmals gesagt, ich bin so sehr für dich da. Ich gebe dir die Möglichkeit, hier zu sein, in dieser 3D-Welt, dich zu verwirklichen, dich zu zeigen, sichtbar zu sein. Ich bin du, ich bin immer für dich da. Ich funktioniere auch den ganzen Tag. Ich atme den ganzen Tag, mein Herz schlägt den ganzen Tag, alle Organe funktionieren die ganze Zeit. Alles ist da. Ich habe gute Selbstheilungskräfte, das haben wir auch alle, das darf auch wiederentdeckt werden. Also mein Körper war da wirklich wütend, hat gesagt, ich bin da, ich bin immer da, ich funktioniere immer, ich bin voller Liebe für dich da, ich bin dein Zuhause auf der Erde und du bist undankbar, weil du immer nur eins anschaust. Du siehst zum Beispiel, dass der Bauch zu dick ist, du siehst vielleicht, dass die Arme irgendwie hängen, du siehst vielleicht, dass deine Wimpern zu kurz sind, was auch immer wir, was uns an uns nicht gefällt oder auch, ich rede jetzt von zu viel. Genauso viele Menschen haben wir auch in unserer Ausbildung gesagt, ich fühle mich zu dünn, ich kann so viel essen, wie ich will, ich nehme nichts auf. Woran das liegt, da sprechen wir gleich drüber. Aber grundsätzlich sind wir da sehr unzufrieden mit uns und wir betrachten nur ein kleines Teil, anstatt hier das Ganze zu sehen, das Ganzheitliche. Mein Körper hat dann eben zu Seele und zum Geist gesagt, schau doch mal, wie ich strahle, schau mal, wie stark ich bin, schau mal, wie ich dich durch die Welt trage, schau mal, wie sehr ich dich liebe und eben immer da bin. Das war das, was der Körper ausgedrückt hat. Und da wurde mir das erstmal bewusst. Ja, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir nur einen kleinen Teil von uns. Meistens schauen wir nur, habe ich was zwischen den Zähnen, sitzen die Haare. Also man schaut nur ins Detail. Betrachte dich mal ganz. Dieses ganze strahlende Wesen. Vielleicht sogar nackt. Und nimm dich an, liebe dich, sag dir, was du schön an dir findest, sag dir, wofür du dankbar bist und sprich da eben auch direkt mal deinen Körper an. Sag deinem Körper, wie lieb du ihn hast. Sag ihm, wie toll er ist. Sei ihm dankbar, dass er dir diese Möglichkeit bietet. Jetzt sagst du vielleicht, naja, er könnte ja noch schöner sein. Wir vergleichen und das ist in dem Moment wieder Ego. Da sind wir alle drin, gerade in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, in der sehr viel über das Optische geht, in der die Topmodels ganz schlank sind. Und ich finde es auch schön,
Die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Aber wenn man anfängt zu vergleichen, so muss man sein, das ist das Schönheitsideal, das ist gerade die aktuelle Mode, der Trend, so und so müsste ich sein, so sollte ich sein. Und die anderen sind es nur ich nicht. Das ist Opferrolle, das ist Ego. Dieses Vergleichen lohnt sich nicht. Ego ist, wenn wir uns kleiner oder größer machen als andere. Auch das. Wenn wir uns kleiner machen und sagen, oh, ich bin noch zu dick oder ich kann das nicht machen, weil ich zu dünn bin, dann machen wir uns kleiner als andere. Wenn wir sagen, oh, wie sieht der denn aus? Was hat die denn an? Dann machen wir uns größer. Beides ist Ego. Wenn wir sagen, alle anderen haben es leichter, weil die können mehr essen und nehmen nicht so viel zu, oder die können mehr essen und nehmen zu, was auch immer wir uns wünschen, oder die haben viel wallenderes Haar, die anderen haben es viel schöner und leichter, ich muss hier kämpfen, ich habe es schwer, dann ist es auch Ego, dann ist es Vergleichen und dann ist es Opferrolle. Ich habe es so schwer, die anderen haben es so leicht. Es gibt immer etwas, was an einem nicht gefällt. Und das ist wieder die Frage, konzentrieren wir uns auf den Mangel? Was habe ich nicht? Was gefällt mir nicht so gut? Oder konzentrieren wir uns auf die Fülle? Was ist schön an mir? Was gefällt mir? Wie toll ist mein Körper? Na, was macht er die ganze Zeit? Während wir uns Pause, Auszeiten, all das nehmen, während wir auch dem Geist mal Ruhe gönnen, idealerweise, so muss der Körper immer durch, selbst wenn wir schlafen, wenn wir hinlegen. Wie gesagt, das Herz pumpt idealerweise immer, die Atmung funktioniert, alles ist immer da. Jetzt ist die Frage, warum ist das denn so? Warum fällt es uns so schwer, uns anzunehmen? Ja, das eine ist definitiv eben die Gesellschaft, die Normen, das Kollektiv, kollektive Zweifel. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Es gibt auch Menschen, wo man augenscheinlich, jetzt bin ich auch in der Bewertung, aber wo man augenscheinlich sagen würde, okay, das sind vielleicht per Definition, laut dem, was unsere Gesellschaft sagt, nicht die schönsten Menschen. Die haben eine Ausstrahlung, die haben ein Auftreten und man merkt, dass sie sich selbst lieben. Das ist der entscheidende Punkt. Und das wird ausgestrahlt. Und das ist es, was es mit ausmacht. Das ist jetzt wieder die Kombination. Wer sind wir als Seele, vom Charakter her? Woran glauben wir? Sehen wir eben das Glas halb voll oder halb leer? Und das strahlen wir aus. Das kennst du vielleicht auch. Wenn man frisch verliebt ist, hat man so eine Energie, so ein Strahlen, dass man plötzlich von ganz vielen angesprochen wird und sich fragt, wo waren die denn vorher? Die tauchen dann plötzlich auf, wenn man dann strahlt, wenn man dann eine andere Energie hat. Wir sind eben diese Symbiose aus Körper, Geist und Seele. Und das heißt nicht, dass wir deswegen mit allem zufrieden sind. Dennoch dürfen wir uns auf die Fülle konzentrieren. Und eben ergänzend auch das Tun oder Tragen, womit wir uns wohlfühlen, womit wir uns vielleicht doch ein bisschen schöner fühlen. Und eben zusätzlich uns das auch immer wieder sagen, uns anschauen, komplett im Spiegel, eben idealerweise nackt und dann sagen, okay, das ist schön, das ist schön. Und je mehr wir uns miteinander auseinandersetzen, mit uns auseinandersetzen, desto schöner werden wir. Ich erzähle das immer auch in den Coachings, dass ich durch das Video aufnehmen absolut meine Selbstliebe entfaltet habe, weil ich mich anschauen musste, ganz anschauen musste, sehen musste, wie ich lächle, wie ich spreche, wie ich gestikuliere. Anfangs war das komisch und fand ich es schrecklich. Und mit der Zeit habe ich gedacht, auch gar nicht so schlecht. Und irgendwann, ja, ist ganz gut. Das heißt, setz dich mit dir auseinander. Bau eine Beziehung zu dir und deinem Körper auf. Das ist entscheidend, dass du da immer mehr in die Selbstliebe kommst, auch auf physischer, körperlicher Ebene. Und dann sei deinem Körper zusätzlich dankbar, weil er dir etwas ausdrückt. Das ist wie mit Verletzungen, Krankheiten, mit Situationen und Menschen, die wir anziehen. Das ist alles ein Spiegel, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir näher an unser Inneres kommen, damit wir mehr wissen, wer bin ich, was will ich, wo bin ich hin, mit wem will ich meine Zeit verbringen. Vor allem eben, wer bin ich? Was ist da tief in mir drin? Und das sehen wir durch unseren Körper. Wenn wir zum Beispiel ganz viel aufnehmen und nicht mehr loslassen, dann ist es eben dieses Festhalten. Woran halten wir fest? Was wollen wir speichern? Wovor haben wir Angst, dass wir hier nochmal einen Zusatz, eine Notration quasi anlegen? Wenn wir nicht aufnehmen, wenn alles durchfließt, welche Informationen möchte ich nicht aufnehmen? Warum kann ich nicht annehmen? Warum kann ich nicht empfangen? Unser Körper sagt uns etwas. Wenn die Haare vermeintlich dünn sind, was hat es damit auf sich? Was könnte das sein? Geht es da um ein irdisches Schönheitsideal? Geht es um Weiblichkeit, Männlichkeit? Das ist oft, was wir mit Haaren assoziieren. Wobei ich oftmals auch die Informationen bekomme, dass zum Beispiel in höheren Ebenen so gar nicht mehr Haare vorhanden sind bei den Energiewesen auch, weil sie sagen, ihr Menschen braucht das oft, um euch zu identifizieren, um euch auszudrücken. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also auf jeden Fall, was ist das? Man sagt auch oft, die Haare sind die Antennen zur geistigen Welt. Bekommen wir neue Antennen? Sollen wir lernen, über andere Antennen wahrzunehmen, nicht über die Haare zum Beispiel? Oder haben wir uns irgendwo verschlossen, dass unsere Antennen gar nicht mehr da sein sollen oder wir gar nicht mehr wahrnehmen wollen? Was ist da los? Wenn wir vielleicht eben stärkere Augenlider haben oder Augenränder, was wollen wir nicht sehen? Wo geht es zu? Wo machen wir den Zugang zu unserer Seele zu? Wo mauern wir uns zu und wollen nicht, dass Menschen in unser Inneres blicken können? Wo halten wir vielleicht intensive Beziehungen fern?
Das heißt, egal was es ist, egal zum Beispiel Krampfadern, ja, was wird verkrampft? Wo nehmen wir uns nicht unseren Raum? Wo ist der Energiefluss nicht da? Also es gibt verschiedene Aussagen, wo wir wahrnehmen, okay, da ist es noch nicht im Fluss, da könnte ich noch dran arbeiten, auch seelisch. Da dürfte ich mal tiefer reinschauen. Also auch da helfen Soul Readings sehr stark, indem man mal schaut, wo habe ich da vielleicht Erlebnisse, traumatische Erlebnisse gehabt, wo habe ich verlorene Seelenanteile, die auch wieder zurückzuholen. Wenn du nicht weißt, wie du das machen kannst, wenn du es selbst lernen möchtest, kommst du in unsere Ausbildung. Und wenn du es möchtest, dass es jemand für dich tut, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Und ich vermittle dir ein tolles Medium, was das mit dir für dich macht, damit du da mehr in die Klarheit kommst. Und da können wir unserem Körper auch wieder sehr dankbar sein, wie er uns das aufzeigt. Und deswegen haben wir auch diesen Körper ausgewählt. Diese Wut oder Unzufriedenheit, die wir oft mit unserem Körper haben, das ist eine Wut auf eine tiefere Ebene gegen uns selbst gerichtet. Vielleicht auch, weil wir uns nicht gut um uns selbst kümmern, weil wir uns nicht gut ernähren, was auch immer das bedeutet. Das kann ja, jeder ist ja unterschiedlich. Also so wie wir uns wohlfühlen, das, was unserem Körper gut tut, dass wir uns da nicht kümmern, dass wir uns vielleicht auch nicht mal ein schönes Bad gönnen, dass wir uns vielleicht nicht mal die Zeit nehmen für was auch immer, eine Schönheitsbehandlung, in die Sauna zu gehen, dass wir da wütend auf uns sind, weil wir alle anderen wichtiger nehmen und innerlich wütend sind, weil wir uns nicht um uns selbst kümmern. Das ist oft auch ein Grund. Es können auch andere Ängste sein, Furcht, Zweifel, die wir auf uns selbst projizieren. Und wir sagen, das ist schlecht oder auch Ausreden. Ich kann das nicht machen, weil. Ich kann das nicht machen, weil. Das ist immer so meine Ausrede. Ah, ich kann noch keine Fotos machen lassen, weil. Und jetzt darf ich auf einem großen Online-Kongress sprechen und wurde auch fürs Fernsehen angefragt. Und mein erster Impuls war, das geht nicht. Ich muss erst noch 20 Kilo abnehmen. Und dann habe ich mich gleich innerlich wieder ertappt und durfte schmunzeln über mich selbst, weil ich gemerkt habe, Ausrede. Das ist eine Ausrede. Ich bin jetzt, wie ich bin, gut und richtig. Und das auf allen Ebenen. Und genauso dürfen wir lernen, uns zu lieben, uns anzunehmen, uns zu respektieren und auch genauso liebevoll mit uns umzugehen. Das ist das Entscheidende. Und in dem Moment, in dem wir die Ausreden loslassen, indem wir diese vermeintlichen Begründungen gehen lassen, aus der Opferrolle aussteigen, dann lieben wir uns genauso, wie wir sind. Und dann passiert Veränderung, in welche Richtung wir uns das auch immer wünschen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du liebevoll mit dir selbst umgehst, dass du dich um dich selbst kümmerst und das ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl zu haben, arrogant zu sein, rücksichtslos, egoistisch zu sein, denn das ist Selbstliebe. Und diese Wörter, die ich gerade genannt habe, die halten uns fern von der Selbstliebe. Also liebe dich als ganzheitliches Wesen, dann auch im Speziellen natürlich deinen Körper, der dein Zuhause hier auf der Erde ist. Durch ihn kannst du hier sein. Und er drückt dir alles aus. Er drückt dir aus, wie es der Seele geht, wie es dem Geist geht und eben auch die Kombination, wie du ganzheitlich unterwegs bist. Und das ist wundervoll und dafür darfst du dankbar sein. Und ich bin dir dankbar, dass du dir das Video angeschaut hast, dass du bis zum Schluss mit dabei bist. Lass gerne einen Daumen hoch da oder kommentiere, abonniere den Kanal, da würde ich mich sehr freuen. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du unsere Ausbildungsfamilien, unsere medialen Familien ergänzt. Also schau gerne auf meiner Seite vorbei, da gibt es alle Infos. Ich danke dir und wünsche dir eine wundervolle Zeit.